Jawohl, und Servus zurück bei Let's Play Splinter Cell. So, in der letzten Aufnahme haben wir dort Ekolon zerstört. Und jetzt werden wir einen weiteren Terroristen in den Arsch treten. So, was haben wir denn an zweite Waffen dabei? Wie nehmen wir mal das mit? So, jetzt muss ich mich erstmal wieder umstellen wegen der Steuerung. Weil zuletzt habe ich fleißig schon Blacklist gezockt. Wo kann man sich denn ducken? Da, gut. Und was sind wir machen? Black Arrow Offizier verhören. Gut, dann wollen wir mal schauen, wo der her ist. Wahrscheinlich irgendwo unter dem Haufen. Zu einem der Checkpoints in der Stadt. Weiß nicht zu welchem. Für einen Checkpoint braucht man sowas nicht. Dann nimmt man einen Laster, blockiert damit die Straße und stellt ein paar Jungs mit Knarren daneben. Sicher, aber nur wenn du Wert drauf legst, dass dir einer der... Ja, ich seh da 6 Stück, oder? Ich fass das nicht. Musst du eigentlich jedes Mal, wenn du eine Kiste hochhebst, deine scheiß Dschungelgeschichten raushauen? Belad einfach nur den LKW und halt dein verdammtes Maul, okay? So, pass auf, die werden wir mal... Möglicher Kontakt, bereithalten! Wow! Ja, aber... Weghauen! Kann nicht weit weg sein. Ich finde den Kerl, der das war. Das Scheiße hier. Dann sind nur noch 3. Aber ohne darf man nicht töten, glaube ich. Sieht gut aus. Kannst die Person nicht. So, bleiben nur 2. Für wen hältst du dich? Irgendeinen beknackten Ninja? Ich halte hier Wache. Vielleicht sehe ich den Kerl ja. Da, voll Gesicht ist! Hey, du hast keine Chance, Mann! Moment mal! Sehe ich aus wie ein Idiot? Ich gehe da auf keinen Fall rein! Scheiße, jetzt habe ich meine Waffen verloren! Ich habe für sowas keine Zeit! Nichts da, Arschloch! Ich gehe da auf keinen Fall rein! So, der Herr ballert da fleißig umeinander. Aber jetzt nimmer. Sagt mir, was ich wissen will, sonst gibt es arge Nackenschmerzen. Sie können mich mal. Sie machen mir keine Angst, Fischer. Falsche Antwort. So, dann werden wir mal den Typen verhören. Das da drüben ist ein EMP-Waffensystem. Wie schalte ich es ab? Ich weiß nichts. Selbst wenn ich's wüsste... würde ich nichts sagen. Ja, Arschloch. Fitzbold, sag mir, was ich wissen will. Mehr weiß ich nicht. Echt. Ich schwör's. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Ah! Wenn du's nicht weißt, wer dann? Wissenschaftlerin. Francis hat sie hergebracht. Ja, im Lager. Nach dem EMP-Einsatz lässt man sie verschwinden. Sie weiß es. Was du nicht sagst. So, eine Wissenschaftlerin. Und wir sollen das Lagerhaus infiltrieren. Jetzt hänge ich fest. So. Ich glaube, im Moment, es wird da drin nicht lustig. Okay, werden wir mal hinschauen. Das war der erste. Scheiße, da kommt noch einer. Jetzt sollten wir es lieber aus dem Staub machen. Jetzt wissen wir schon, dass wir da sind. Oh, das sind einige. So, nehmen wir mal normale Granaten.
Wobei, der hat keinen Helm auf, ey. Keine Spur vom Ziel! Wiederhole, kein Ziel! So, pass auf, jetzt ist finster. Verstärkung ist auf dem Weg. Ja, hat wunderbar gekaut. Los geht's! Kein Ziel, wiederhole, kein Ziel! Scheiße! Fischer, du wirst für die Sache mit Robert... Komm runter! Das war ja nur mein Klapp. Wann ist Olli? Gut, können wir Muni sammeln? Oder haben wir schon voll? Ich glaube mal, wir haben voll. So, und jetzt müssen wir wohin? Da oben? Oder da rein? Und dann geht's. Achso, da geht's oben. Und jetzt sind wir, wo sind wir denn jetzt? Wissenschaftler finden. Und die soll da irgendwo im Kanal sein? Nein! Bitte nicht! Wie blöd sind Sie eigentlich? Dachten Sie, ich würde nicht merken, dass Sie die Systeme sabotieren? Bitte! Ich habe nichts gemacht! Das Einzige, was Sie nicht gemacht haben, ist Ihr Job. Und nur deshalb leben Sie. Tut noch. Mir leid! So, also sie ist da drüben. Würde am meisten Sinn ergeben. Wenn er hier ist, dann ist er hier, um den fetten Brummer zu deaktivieren. Das geht am schnellsten, wenn er hier lang geht. Dann sehen wir Fischer noch früh genug. Was? Weißt du was, Fischer? Zu spät. Zu spät für Sie, zu spät, um zu stoppen, was geschehen wird. Netter Versuch, Arschloch. Stirb, dann hast du es hinter dir. Genau wie deine kleine Tochter. Keine Sorge, ich werde dich bald zu ihr schicken. Hier rührt sich nichts. Wir sollen sicherstellen, dass er nicht im... Warte, wenn den Domi kommt. Pass auf, jetzt muss ich erst mit die Herrschaften... Schneewickert. Keine Spur vom Feind. Brauche sofort Verstärkung. Scheiße, da nur ne. So, Muni können wir mitnehmen? Nix mehr. Hat der denn was? Ah, nix. So, pass auf, die haben die Wissenschaftlerin bei sich. Vielleicht ist es ratsam, wenn wir keine Dinger nehmen. Keine Splittergranaten. Zeig dich, sonst stirbt sie! Du willst, dass sie stirbt? Zielbereich ist nicht sicher. Wir warten hier. Du glaubst, du kannst dich verstecken? Granate! Position halten! Granate! Mist! So, sonst wer? Und da haben wir die Wissenschaftlerin. Ich weiß nicht, wer Sie sind und was Sie hier wollen. Aber danke. Die wollten Ganz mich... Etwa 100 Meter von hier wurde eine EMP-Waffe aufgebaut. Sie soll heute Nacht aktiviert werden. Wie verhindere ich das? Gar nicht. Es gibt zwei Generatoren. Sie werden aktiviert... Laden das Gerät auf und dann erfolgt die Entladung. Und der Haken?
Wenn einer der Generatoren deaktiviert wird, verursacht der andere sofort eine Entladung. Und einer reicht aus, um zu feuern. Dann muss ich sie also gleichzeitig deaktivieren. Ja, sonst geht es schief. Sind Sie allein? Dann können Sie es nicht schaffen. Sie glauben gar nicht, was ich alles kann. Verschwinden Sie. Hier wird es gleich ungemütlich. Schon sehr bald wird es überall ungemütlich. Gut. Generatoren finden. Und Sie los, Mado? Es tut mir leid, aber mehr weiß ich auch nicht. Ja, mir tut es auch leid. Dann schauen wir mal, wo die Generatoren sind. Erstmal wieder Muni noch füllen. Und die flitze mal die Tofiri. Da fing es dann an, etwas kompliziert zu werden. Sarah wurde aus welchem Grund auch immer misstrauisch. Ich konnte sie dazu überreden, in den Hubschrauber einzusteigen und sie zu Sam bringen. Aber die Gleichung hatte zu viele Unbekannte. Und Sam hatte keinen blassen Schimmer davon, was ihn erwarten würde. Eine Markierung der Generatoren, damit man sie aus der Luft vernichten konnte, das war dabei noch die leichteste Übung. So, die Herrschaften sind da ganz schön gut aufgestellt. Und sehr zahlreich. Das war der erste. Das läuft nicht mehr. Diesmal nicht. Er hat zu viel Deckung. Er kann überall sein. Gesichert. Pass auf. Mine? Und da hinten hab ich was gesehen. Hey, Fischer! Komm her! Sieh mal, was ich hab! Geh mir her, was ich hab! Nagelt ihn fest! Hat schon mich gesessen. Oh Mann! Oh, oh! Das läuft anders als am Flugplatz! Fünf Stück, ne? Oh, verdammt! Nur drei! Da ist jemand! Möglicher Feindkontakt! Ich bleibe wieder unten. Ich bitte in den Arsch! Hörst du? Ich hab's gehört, aber es wird nichts damit. So. Jetzt hätten wir noch einen, oder? Und das waren solle. Hoffe ich zumindest. Das läuft anders als am Flugplatz. Ist da noch einer? Sing durch Kuhn. Das läuft anders als am Flugplatz. Ach, da hinten ist er. Pass auf, machen wir mal so. Und das war's mit ihm. Da schau her, eine riesen Kanone hat er da. So, wir müssen... Domi. Dick, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wer hätte damit gerechnet? Was ist denn los?
Sie speisen die EMP-Waffe über zwei Generatoren. Ich muss sie gleichzeitig zerstören, habe aber kein C4 mehr. Markier Ihre GPS-Koordinaten. Mal sehen, was ich machen kann, wenn ich da bin. Alles klar. So, also Costa wird uns wieder helfen. Unser alter Kumpane. Generator 1. So, da haben wir 5 Stück. Die haben wir alle in Helm auf. Das ist bescheiden. Der da hinten nicht. Scheiße. Schnell wickert. Ja, ich glaube, es ist sicherer, wenn wir uns verstecken. Sonst glaube ich, werden wir durchlöchert. Da haben wir noch einen. Das hat keiner mitgekriegt. Bleiben noch? Wie viel bleiben denn noch? 3. Scheiße. Die Zielperson. Oh, das war natürlich nicht gut. Da waren wir sehr ungenau. Ja. Das heißt nochmal.